Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle wach? Und das nervt. Er braucht, glaube ich, Türen, selbst dann wäre er offen. Ihr seht ihn immer offen und ich versuche es irgendwie zu kaschieren. Ich hoffe, ihr seht mich ganz gut. Ich bin mir nicht so sicher, ob der Display schmutzig ist. Ich wollte mit euch diese Palette testen. Ich habe sie schon mal einmal alleine getragen und wollte einfach die anderen Farben testen, so wie das Lila und Rosé Gold. Das ist von Color Drain. Drain oder Rain? Ich glaube Drain, oder? Rain, nee, Color Drain. Ich sage immer Color Drain und gibt es dann auch ein. Und natürlich sieht man dann nichts. Ich habe noch gar nichts auf dem Gesicht. Ich habe gerade frisch geduscht, wie man erkennen kann. Das mache ich eigentlich gerne morgens. Da fühlt man sich so frisch. Ich habe so ein leckeres Parfüm. Ich kann es euch nicht mal zeigen, aber im Aufgebraucht werde ich davon schwärmen. Von Stefanie Giesinger. Das Moi. Das ist eine Glow Day Cream. Mit der fahre ich auch ganz gut. Die ist sehr angenehm, sehr schön reichhaltig, ohne zu speckig zu sein. Fühlt sich auf jeden Fall sehr angenehm an und riecht auch gut. Also hat mir die Sarah mal in so einem riesen Paket zugeschickt. Und ich mag diese Creme. Ich mag viele Produkte, die mir die Sarah zugeschickt hat. Und bin sehr glücklich, dass ich ein paar Schätze entdeckt habe. Also diese Creme würde ich auch nachkaufen. Ich finde nichts Schlimmes daran. Fast immer ein Kaffee, fast immer ein Kaffee. Ja, auf jeden Fall Prost, sage ich noch. Ich hoffe wirklich, dass ihr alles erkennt. Außer das Chaos, das müsst ihr nicht so sehen. Voilà. Also es muss eigentlich sauber sein. Ich wollte testen und dann wollte ich noch die letzten Krümel von meinem Terra Naturi aufbrauchen, damit ich es endlich mal entsorgen kann und mal endlich ein anderes Blush benutzen kann. Es ist schön, ja. Ich habe total Unreinheiten bekommen. Ich denke nicht, dass es da, es liegt daran, dass ich natürlich zum einen rumdrückse und zum anderen habe ich gestern diese Maske drauf gemacht. Ne? Da kommt alles nochmal so raus. Ich mache mal meinen Schwamm nass, komme dazu und überlege mal, welche Foundation ich auftrage. Wir testen nochmal was Neues. Ich habe das schon mal mit euch getestet, aber ich dachte, wieso nicht noch ein zweites Mal, um wirklich was sagen zu können, möchte ich das zweimal testen. Das ist von Love Lights Illuminating Primer. Finde ich sehr interessant. Ich habe mir 2,5 Pumper aufgetragen. Ein Mono. Der wollte nicht. Ja, wie gesagt, ich trage es mir mal auf. Das soll so illuminierend sein und das mag ich eigentlich sehr, sehr gerne, wenn irgendwas so ein bisschen illuminating ist. Bei Ischle Testi. Das habe ich jetzt gerade in meinem kleinen Kopf. Ja, wie gesagt, Unreinheiten, so richtig, richtig, also richtig eklig. Ich wollte es gerade schon aussprechen, so richtig entzündet. Also da, klar, ganze Foundation-Probiererei, aber eigentlich ja, bin ich echt ein Mädler, da keine Unreinheiten bekommt hier auf der Seite. Und ja, so viel Stress habe ich jetzt auch nicht in meinem Leben. Hier ist so ein dicker, fetter Uschi. Ich hoffe, ihr seht das. Der ist so innerlich und so, da habe ich gar nichts gemacht, weil das bin ich dann das letzte Einhorn wieder. Ja, also dieser Primer ist so, so leicht auf der Haut. Ich hoffe, ihr erkennt diesen leichten Glow. Aber wirklich nichts. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte man ein nasses Gesicht. Mehr nicht. Ist okay. Ich teste jetzt mal die, ich teste jetzt mal diese zwei Foundations zusammen. Zum einen ist es von Max Factor. Die habe ich schon ewig daheim und habe sie... das war zu viel. Okay, ich mische das mit so Drops, Bronzing Drops, gerade mal. Guck mal, was passiert. Diese Pipette ist der letzte Schrott. Ich habe ja den Stopper da rausgeholt, ne? Weil das dann einfach auch funktioniert. Aber so wird das nichts. So sieht das im Moment aus und ich versuche das jetzt mal zu vermischen. Na, ein bisschen hell. Na gut, lieber zu hell als zu dunkel, sage ich immer. Leichte Deckkraft, bestimmt auch aufbaubar.
Aber ich habe diese Foundation ewig und nutze sie einfach nicht. Deswegen wollte ich einfach mal testen, wie die ist. Ob die überhaupt was für mich ist, denn ich habe noch Backups. Ein Backup habe ich verschenkt gehabt. Also wenn meine Freundin kommt und sagt, hey, ich brauche einen Lidschatten oder irgendwas, dann gucke ich natürlich, ob ich irgendwas da habe, bevor sie in die Drogerie marschieren muss, weil ich ja auch vieles aussortiert habe und vieles habe ich einfach doppelt und brauche es natürlich nicht, aber ja, wegschmeißen wollte ich es jetzt auch nicht. Also von daher bedienen sich eigentlich meine Freundinnen daran. Ich würde tatsächlich diese Drops hier, die sind ja eigentlich nicht, die sind ja eigentlich dazu da, um ein bisschen Bronze aufzutragen. Das machen wir jetzt auch. Vielleicht hätte ich erst einen Concealer auftragen sollen. Aber nur vielleicht. Ja, ich habe voll Bock auf mein Schminkkörbchen. Das wird auch heute passieren, denn ich nutze meinen schon seit, ja, 2 Wochen ungefähr. Das reicht dann auch. Also 2 Wochen ist okay. Also 2 Wochen halte ich aus. Ich benutze mal den Corrector von Naked von Urban Decay. Das ist so ein Peachy. Ja, da heißt auch Peach. Gerade weil ich wirklich auf den Bildern sieht man das auch, so bläuliche Verfärbungen unter den Augen habe. Und ich finde, das sieht dann nie so richtig frisch aus. Ja, der Bronzer hat auch nichts für mich getan, würde ich sagen. So helle Foundation ist das Problem, dass es sich dann so absetzt und so ein bisschen aussieht wie Sonnencreme. Das hatte ich mit der MAC. Die hat sich wirklich in jede Pore geschlagen. Ich glaube, ich gebe mir eine Schicht noch von der MAC auf. So eine ganz leichte. So 2 Pumper, da kommt echt nicht viel draus. Guck mal. Das ist so eine kleine Wurst, die dann die da rauskommt. Eigentlich habe ich auch gar nicht so, weil ich mag die MAC Foundation echt gerne. Also diese mag ich wirklich, die Pro Longwear. Die ist für meine Haut mehr geeignet als die Waterway Foundation. Und das ist auch gar nicht so schlimm. Also ich finde, es muss nicht alles genau dasselbe wie bei anderen. Ich weiß, dass es bei Jenny Highlights gut funktioniert hat. Deswegen wollte ich es ausprobieren und habe dann ja, einfach zugeschlagen. Gut, die Farbe war jetzt nicht meins, aber ich habe es ja trotzdem getestet. Ich denke, das liegt einfach an der Konsistenz, dass sie einfach nichts für mich ist. Punkt. Jetzt habe ich mal den Concealer von Dingsda Bumsda da aufgetragen. Mag ich nicht. Mehr möchte ich da schon nochmal zu sagen. Der brennt unter. Also der pritzelt richtig in den Augen. Das ist unglaublich. Flop des Jahres. Ich muss mal wieder noch ein Flop-Video machen. Ich habe da so ein paar Dinge. 5 Stück oder so. Das habe ich jetzt in letzter Zeit wieder zusammenbekommen. Dann kann man das ruhig machen, weil ich sammle die Dinger ja nicht. Also ich behalte sie ja nicht nur, weil ich ein Flop-Video machen möchte, sondern ich gebe sie ja dann weiter. Dann kann ich sie euch leider nicht zeigen. Deswegen ist das blöd. So, ich mache mir jetzt immer Körbchen, damit ich euch zeigen kann. Dann benutze ich das Too Faced Puder und trage mir das. Ja, das trage ich mir so um die Nase herum auf. Das schließt echt klasse die Poren. Und dann gehe ich in mein MAC Puder, wenn ich das finde. Und es nervt mich. Ich hatte eigentlich nie ein Auge für so teure Dinge, aber je schlichter etwas ist, je teurer ist es halt nochmal. Damit setze ich halt komplett mein Gesicht mal. Ja, also bisher gefällt mir dieses Foundation-Kombi ganz gut. So, ein bisschen die gecreaste Kacke daraus holen. Ja, die NYX-Palette ist halt ein langlebiges Scheißteil hier. Ich trage mir erstmal den Blush So, auf. Das Ding ist Natur. leer. Juhu. Und fast habe ich einen Lippenstift gekillt. Den benutze ich nämlich jeden Tag, wenn ich dran denke. Weil der echt schön ist. Den hat mir auch die Sarah zugeschickt. Ist eigentlich ein ganz günstiger von Essence gewesen. Wurde natürlich aus dem Sortiment genommen. Aber ich glaube, ich habe sogar noch ein Backup.
Entweder war es von der Sarah oder von mir selber und die Sarah hat mir ein ähnliches Produkt irgendwie zugeschickt. Ja. Okay, der Blush ist drauf. Ich benutze Bronzer. Das trage ich jetzt mal mit dem großen Puderpinsel auf und guck mal, ob das viel schöner sich machen lässt. Ja, kann man mal machen. Also ganz leicht, ne? Die NYX Palette. Dann würde ich sagen, ziehe ich meinen Augenbrauen nach. Sette mein Gesicht, weil dann machen wir nochmal Highlighter drauf. El Control. Und dann, meine Lieben, fangen wir einfach an, die Augen mit der Color Rain Berry Cute Palette zu schminken. Denn ich habe da mittlerweile noch eine. Bis gleich. Okay, ich bin wieder am Start. Wir fangen an direkt mit der Palette. Augenbrauen sind nachgezogen. Ich bin irgendwie nicht so die Augenbrauenzieherin. Das stresst mich mehr, als es mich glücklich macht, Augenbrauen. Ich finde, es ist mal 50-50 Chance, dass etwas gelingt. Ich fange an mit diesem wunderschönen, ja, Rot-Orange-Ton. Geht das? Warte, Mama, ich nehme das. Nee. So, wunderschön, muss ich sagen. Ich fange aber an, jetzt mit kühlen Tönen zu arbeiten, weil ich es einfach möchte. Ich trage mir dieses wunderschöne Dunkellila mal hier auf. Also diese Pigmentierung ist einfach der Shit. Was Color Rain? Color Rain, die dunklere Farbe von allen. Also das ist... Sonst sind das es sind immer drei matte und drei schimmernde. Ich dich auch, Schatzi, ich so. Dich auch. Wie gesagt, in die dunklere Farbe und verdunkeln mal mein Lid. Hier einfach bei dem Wetter möchte man auch nichts Frühlingsmäßiges. Es regnet, es schneit, es stürmt. Nee, schneit nicht, aber bestimmt schneit es irgendwo in Deutschland. So, dann das Ganze möchte ich einfach mal... mit dem Lila und dem Champagner. Das ist so ein Roségold. Ich trage das Roségold mal auf und sprühe es auch direkt an. Auf jeden Fall trage ich mir das jetzt einfach mal auf. Diesen roségoldenen Ton. Der sieht so, so wunderschön aus. Leider... ist da so ein bisschen crackig, weil der so metallisch ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine damit, dass es einfach so, ja, so in die Fältchen geht. Egal, so ist das halt manchmal. Man muss halt gucken, was man will. Ich bin ins Lila gegangen mit demselben Pinsel. Mach den Übergang mal. Ja, Fallout, ja. Ich guck mal, ob ich es auch gut wegkriege. Ja. Keine Krümel, nö. Mein Hautbild gefällt mir nicht. Es sieht so ein bisschen trocken und zu mattiert aus. Ich hoffe, ich glänze ein bisschen nach. Wisst ihr, das ist so, ich werde halt einfach älter. Ich merke das jeden Tag mehr. Ich altere richtig, ich altere. Wie sich das manchmal bei mir anhört. Unglaublich. Mein Sohn geht mir gerade tierisch auf den Keks. Der kriegt gleich sowas von Ärger. Ich habe mir das Schimmerlila auch unten aufgetragen und ich finde, das macht so, wisst ihr, was ich meine, wacheren Effekt. Ich gehe noch mal in das dunkelste Lila. Dunkelste. In das Dunkellila. Manchmal weiß ich echt nicht, ob das richtig ist oder falsch. So. Und lasst den Look so. Ich finde den wunderschön. Es gefällt mir so richtig. Ich finde nur, die
Ich trage mir das jetzt nochmal so auf, wie ich es vorher auf dem anderen Auge gemacht habe. Und schichte das sozusagen. Das Problem ist, wenn man schichtet, kann es sein, dass es schneller abfällt, weil da halt eben so viel drauf ist. Und ich liebe diesen Nagellack. Das ist einer von den Essence Neue Mai irgendwas. Das sieht so gut aus. Ja, okay. Dann würde ich sagen, schließen wir mal ab. Ich ziehe mir einen kleinen Lidstrich. Zurzeit habe ich einen Zitterer. Kriege gerade kein Lidstrich hin. Davor tragen wir uns aber ein Glow-Produkt auf. Und zwar von Essence. Das ist jetzt aus meinem Schminkkorb. Trage ich einfach hier mal so auf. Ich komme gar nicht hinterher zu testen, um ehrlich zu sein, alle Produkte. Also außer meinem Schminkkorb, klar, die teste ich. Habe ich, glaube ich, alles getestet. Ja, genau. Ich ziehe mir einen Lidstrich und komme dann wieder zurück. Mein Look ist fertig. Natürlich musste ich mit der Mascara patzen. Ich habe auch schon einen Lippenstift aufgetragen. Ich hasse das. Ich weiß, dass man eigentlich wartet, aber ich möchte keine 5 Minuten warten, um es abzuschließen. Mein Look. Ich habe mir diesen wunderschönen Lippenstift noch aufgetragen von Essence aus irgendeiner Awake. Genau, Metallic Lipstick aus dieser Adventures Awaits LE. Get Sun Kissed. Wunderschöner Ton. Macht richtig was her, finde ich. Und ja, ich fühle mich wohl. Das ist ein Wohlfühl-Look von mir. Ich würde sogar hier so die Kanten wegmachen und ja, sogar hier so ein bisschen erinnert mich die Palette an Huda Beauty Desert Dust. Ich finde da innen die Töne, ich finde es cool, ich mag das und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dran. Dieser Lippenstift passt super im Innenwinkel dazu und ja, und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Ciao, ihr Lieben.